Fried? Guten Abend, hier Nikitin. Spreche ich mit Thomas Fried? Ja. Ich suche einen Gitarrenlehrer für meine Tochter. Hätten Sie noch Platz für eine neue Schülerin? Habe ich, ja. Wie ist das? Muss Jana bis Semesterbeginn warten oder könnte sie schon vorher anfangen? Ich unterrichte privat, daher ist ein Einstieg jederzeit möglich. Darf ich etwas fragen? Haben Sie das Konservatorium gemacht? Ich komme mehr so aus der Praxis und habe als professioneller Live- und Studiomusiker gearbeitet. Als ich noch bei der MZO war, habe ich aber einen CAS-Lehrgang absolviert. Ich bin also diplomierter Musiklehrer. Gut. Habt ihr schon eine Gitarre? Noch nicht. Können wir die bei Ihnen mieten? Leider nein. Aber in Betzikon hat es zwei Shops. Arc und Musikburghalter, die Instrumente vermieten. Wäre es möglich, vorher so eine Art Schnupperlektion bei Ihnen zu besuchen? Selbstverständlich. Diese Probelektion ist gratis. Und was würde es nachher kosten? Wie alt ist Ihre Tochter denn? Jana ist 14. Eine Einzellektion an 30 Minuten für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre kostet 45 Franken. Die meisten lösen ein 10er-Abo. Erwachsenenunterricht kostet etwas mehr. Und was für eine Gitarre käme für meine Tochter in Frage? Was will sie denn spielen? Elektrisch oder akustisch? Akustisch. Da gibt es zwei Gitarrentypen, die spanische Gitarre und die Western-Gitarre. Letztere würde ich wegen der Stahlsaiten allerdings nicht empfehlen. Die meisten beginnen mit einer klassischen Gitarre. Und meine Tochter würde dann klassische Musik nach Noten spielen? Nein, nein. Ich unterrichte alle möglichen Stile. Pop, Rock, Jazz, Folk, Blues, Hard Rock. Mit einigen Schülern improvisiere ich, mit anderen schreibe ich Lieder. Das Konzept ist völlig offen. Die meisten Schülerinnen in Janas Alter möchten die Songs spielen, die sie hören und mögen. Und was das Notenlesen angeht, da bevorzuge ich vor allem am Anfang die Tabulatur. Tabulatur? Nie gehört. Das ist ein Notationssystem, das sehr intuitiv und schnell zu erlernen ist. Es funktioniert wie ein Koordinatensystem. 6 Linien für die 6 Seiten plus Zahlen für den jeweiligen Bund. Singt Ihre Tochter? Oh ja, Jana ist ein großer Adele und Taylor Swift-Fan. Super. Könnte Jana irgendwann, wenn sie gut genug ist, Lieder von diesen Sängerinnen spielen? Natürlich. Meine Schüler dürfen, ja sollen, den Unterricht mitgestalten. Die Songs von Adele und Taylor Swift eignen sich wunderbar für Liedbegleitung. Ich habe bestimmt 20 Songs von den beiden im Programm. 20? Und wo finden Sie die Noten von diesen Liedern? Im Internet? Nein, da findet sich kaum was Brauchbares. Ich schreibe meine Noten selbst, mit Finale. Finale? Das ist eine Notensatzsoftware. Sie machen aber einen großen Aufwand. Als ich als Kind in den Flötenunterricht ging, hatte jeder dasselbe Büchlein und jeder hat dieselben Lieder gespielt. Ja, das war früher halt so üblich. Nein, die klassischen Stücke mal ausgenommen, schreibe ich alles selbst. Mir ist wichtig, dass die Schüler Sachen spielen können, die sie mögen oder zu denen sie einen Bezug haben. Und meist sind das eben aktuelle Sachen. Brauchen wir neben der Gitarre sonst noch etwas? Ja, Hülle, Gitarren und Notenständer. Aber das versteht sich ja von selbst. Dann ein Stimmgerät. Da gibt es heute eine große Auswahl an Gratis-Apps. Ersatzseiten, ein paar Plektren und ein Capodaster. Ich schicke Ihnen ein Merkblatt, wo all diese Tools aufgelistet sind, okay? Senden Sie mir einfach eine E-Mail an die Adresse thomas.fried@bluewind.ch. Moment, ich brauche was zum Schreiben.
Können Sie das bitte wiederholen? thomas.fritz@bluewin.ca. Alles klein geschrieben. Okay, danke. Was ich noch erwähnen möchte, das ist mir sehr wichtig. Musik soll Spaß machen. Dem Schüler und mir. Eine intrinsische Motivation ist wichtig, vor allem beim Üben. Das hätten Sie meiner Flötenlehrerin damals sagen sollen. Metronome zum Beispiel finde ich nicht sehr inspirierend. Ich verwende deshalb das Programm Easy Drummer. Mit einem richtigen Schlagzeug zu spielen macht bedeutend mehr Spaß. Daneben lernen die Schüler auch gleich das Drumset ein bisschen kennen. Ich verwende alle möglichen Hilfsmittel im Unterricht, Boombeckers, Grooveback und vieles mehr. Daneben habe ich einen eigenen YouTube-Kanal mit knapp 100 Videos. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal? Nicht schlecht. Den werde ich mir nachher mal anschauen. Vielleicht komme ich ja mal irgendwann selbst zu Ihnen in den Unterricht. Klar, jedermann ist willkommen. Von 3 bis 99 Jahren. 3? Ist das nicht ein bisschen früh? Die können ja noch nicht mal lesen. Richtig. Bei so jungen Kindern arbeite ich vorwiegend mit Farben. Ah, interessant. Gut, dann besorgen wir uns also die Gitarre und all die anderen Sachen und melden uns nochmals bei Ihnen. Ach, das hätte ich beinahe vergessen. Wo unterrichten Sie? Im Moment noch bei mir zu Hause an der Sundenbergstraße 1 in Wolfhausen. An welchen Tagen? Dienstag und Mittwoch, ausnahmsweise auch freitags. Ich schicke Ihnen einen Plan mit den freien Zeitfenstern. Gut, das wäre dann für den Moment alles, oder? Ja, sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich einfach. Mach ich. Na, dann sage ich herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis bald. Einen schönen Abend noch. Und danke gleichfalls. Wiederhören.